Jo, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Daily Shops. By the way, wenn ihr mich unterstützen wollt, dafür, dass ich hier jede Nacht für euch aufstehe und euch den neuen Shop zeige, dann könnt ihr mich gerne als Creator eintragen. Einfach nur kurz in den Fortnite-Shop gehen und dort Snoxy als Creator reinschreiben. Das setze ich übrigens auch alle 14 Tage wieder zurück, dann ist das Feld also wieder leer. Also schaut unbedingt mal nach und tragt dort Snoxy gerne wieder ein. Wird mich wirklich unglaublich doll supporten und ermöglicht mir überhaupt erst hier die ganzen Gewinnspiele zu machen. Ich verlose ja aktuell jeden Tag 100 Euro an V-Bucks an alle Leute, die dort Snoxy als Creator eingetragen haben. Durch euch kann ich überhaupt erst diese ganzen Gewinnspiele hier machen. Also ja, einfach vielen Dank an euch und wenn ihr halt weiter so krasse Gewinnspiele sehen wollt, einfach nur Snoxy dort eintragen, denn je mehr Leute mich dort eintragen, desto krassere Verlosungen kann ich halt auch machen. Deswegen ja, vielen Dank an euch und dann würde ich sagen, starten wir jetzt direkt mit dem heutigen Shop. Klicken wir mal drauf und da haben wir wieder beide Seiten geupdatet und wir haben einmal den Powercord-Skin drin, dann nochmal diese Rennfahrer-Skins und was ich persönlich ein bisschen lustig finde, wieder mal den am Wasser gebaut. Der kommt irgendwie jedes Mal rein, wenn wieder der Powercord-Skin kommt. Das haben sie schon letztes Mal so gemacht, vielleicht deswegen, weil sie so ein bisschen die Leute verspotten wollen, so sagen wollen, na guck mal, heute nicht rum, dass der Skin wieder drin ist, vielleicht aber auch, weil heute jetzt nichts Neues kam, eventuell dann morgen allerdings, ja der Gingerbread Skin, also der hier Lebkuchenmann, könnte wahrscheinlich reinkommen. Ich habe auch gerade dazu eine ganz interessante Diskussion auf Twitter gesehen, dass halt Epic Games diesen am Wasser gebaut, die Mode immer dann bringt, wenn sie halt die Leute, die Spieler so ein bisschen ja trollen möchten und halt sagen möchten, jo Leute, heute nicht rum. Ja, könnt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, ob das nur Zufall ist oder ob das jetzt wiederholt halt, ja, mit Absicht gemacht wird von Epic Games. Ich finde es nicht schlimm persönlich, bin mal gespannt, ob dann morgen halt wirklich was Neues kommt, ob da die nächsten Weihnachtsskins kommen und ich fange einfach mal jetzt hier auf der linken Seite mit dem Shop an. Da haben wir erstmal den Powercord-Skin, wie gesagt, für 2000 V-Bucks, war mal extrem selten, dann kam er ja wieder, ich habe mir ihn schon damals gekauft, aber ich muss ehrlich sagen, Leute, ich finde es nicht schlimm, dass Epic Games die Skins wieder reinbringt, ist halt einfach so, die Skins sind halt nicht, das sind jetzt nicht irgendwelche Special-Skins gewesen, sondern einfach nur normale Skins, die halt im Shop drin waren und irgendwann wieder halt kamen. Das kann ich halt voll verstehen, deswegen ja, rege ich mich da jetzt nicht drüber auf. Ich finde die Gitarre ziemlich cool als Backpack. Die Frau an sich, den Skin, finde ich jetzt nicht ganz so krass, aber die Gitarre ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Dann haben wir noch dazu die Anarchie-Hacke für 800 V-Bucks. Das Besondere an der ist quasi der Sound. Den finde ich eigentlich ziemlich nice. Und dann haben wir noch den Gleiter drin, den Stage-Dive-Gleiter für 800 V-Bucks. Ja, ist eigentlich ganz in Ordnung. Hat halt hier so ein Gitternetz, was ganz cool ausschaut. Irgendwie leckt das Ganze auch ein bisschen, habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall machen wir dann weiter mit diesem Rennfahrer-Set. Das ist einmal die Frau hier, Rennfieber für 1500 V-Bucks. Beide haben einen relativ ähnlichen Backpack, so einen kleinen Rucksack mit einem Schwert dran. Ich zeige mal hier den weiblichen und dann noch den männlichen Skin. Auch er kostet 1500. Ja, der Skin ist relativ ähnlich gemacht. Beide haben halt so einen weißen Rennfahreranzug. Bei ihr haben sie inzwischen auch den Bug mit dem Kopf gefixt, da war ja mal so, da hat der Kopf früher gefehlt. Und ja, dann haben wir noch die beiden Gleiter dazu, das sind zwei so Motorräder fliegende, einmal Wirbelwind und dann noch die weiße Bö. Beide für 1200 V-Bucks, ich persönlich finde den weißen ein bisschen cooler, deswegen habe ich mir den geholt. Und da kommen wir schon zur rechten Seite des heutigen Shops, da haben wir einmal die Highland-Kriegerin drin für 1500 V-Bucks. Da feiere ich besonders den Backpack ziemlich, also der schaut ziemlich cool aus zu sehr vielen anderen Skins. Dann haben wir noch die Wackelaugen, ein relativ süßer Gleiter für 800 V-Bucks mit diesen, ja, Wackelaugen hier dran und zwei Schals so vorne. Dann haben wir noch den Garnison-Skin drin für 800 V-Bucks, ein ziemlich cooler Skin. Also für nur 800 V-Bucks ist der auf jeden Fall sehr, sehr nice gemacht. Dann haben wir noch die Stoppaxt drin für 800 V-Bucks. Ja, finde ich persönlich eher nicht so krass. Ist letztendlich nur so ein Stoppschild in Form einer Axt und ja, dann haben wir noch die super Beinarbeit. Für 500 V-Bucks und dann haben wir noch, wie eben schon erwähnt, im letzten Shop des heutigen Tages am Wasser gebaut für 200 V-Bucks. Genau, man heult so ein bisschen rum. Ich finde ihn sehr, sehr cool, kann man sich auf jeden Fall holen. 200 V-Bucks ist ein richtig guter Preis und gerade halt, wenn man irgendwie einen Gegner gekillt hat, der extrem getryhardet hat, um ihn dann so ein bisschen zu verspotten, auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Emote. Und jo, das war's dann schon zum heutigen Daily Shop. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, solltet ihr das gerne jetzt auch schnell tun. Einfach kurz ein bisschen runterscrollen und auf Abonnieren klicken. Jo, da könnt ihr euch wieder jetzt rechts zum Abstimmen, wie ihr den heutigen Shop fandet, also Top oder Flop. Und jo, als letztes löse ich natürlich noch schnell das Giveaway von gestern auf. Da verlose ich aktuell jeden Tag 100 Euro an V-Bucks, also dieses krasse 13.500 V-Bucks-Paket hier. Wenn ihr das gewinnen wollt, einfach nur wie immer mich als Creator eintragen, also hier Snoxy eintragen, Snoxy mein Kanal, ein kleines I ans Ende dran. Einfach nur hier Snoxy eintragen, mir davon ein Foto machen und auf Instagram schicken. Auf Instagram heiße ich Snox oder alternativ auch über Twitter oder über die E-Mail. Alles dazu findet ihr noch unten in der V-Beschreibung. Und der Gewinner vom gestrigen Giveaway, der jetzt die 100 Euro gewonnen hat, ist der liebe Jannis. Ich habe dir auch schon auf Instagram geschrieben, also schaut dort mal rein und mir würde mich sagen, danke fürs Zuschauen, habt alle noch einen entspannten Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!